Mein Job war, Saddam zu töten. Nicht einmal deine Liebsten kennen dich wirklich. Ich bin sicher, die Mitarbeiter der CIA wissen, dass ihr diesen Film macht. Wir begeben uns auf Spurensuche und treffen ehemalige Top-Agenten, um möglichst nahe an die CIA heranzukommen. Wir wollen zuerst wissen, wie ist die CIA wirklich aufgebaut? Das wollen wir uns anschauen und reisen in die USA, nach Washington DC, Hauptstadt der USA. Sitz vom Weißen Haus, Pentagon und Kapitol. Die Machtzentrale der Vereinigten Staaten. Auch die CIA hat hier ihr Hauptquartier, vor den Toren der Stadt. Und was halten die Anwohner von ihrem Nachbarn, dem Geheimdienst? Die CIA spioniert Sachen aus, die sie nichts angehen. Die CIA stellt viel Unheil in der ganzen Welt an. Sie ist nicht gerade mein Lieblingsverein. Die sind notwendig. Wir leben in einer gefährlichen Welt, obwohl ich nicht genau weiß, was die machen. Die Central Intelligence Agency ist der Auslandsgeheimdienst der USA. Im Gegensatz zu anderen US-Nachrichtendiensten wie der NSA nutzt die CIA hauptsächlich Menschen zur Beschaffung von Informationen, weniger Cybertechnik. Beschaffung und Auswertung von Informationen ist also eine Aufgabe. Der Geheimdienst führt aber auch geheime Operationen im Ausland durch. Gina Haspel ist derzeit die Chefin, eingesetzt von Donald Trump. Und hier ist ihr Arbeitsplatz, die CIA-Zentrale in Langley, einem Vorort von Washington, D.C. Es gibt nur wenige Aufnahmen vom Headquarter. Die offiziellen Bilder zeigen ein Gebäude, eine typische Behörde. Mit dem Eingangsbereich und seinem berühmten Logo. Wir treffen jemanden, der schon drin war, Guy Taylor. Er leitet das Ressort Nationale Sicherheit bei der Washington Times. Einer der wenigen Journalisten, mit denen die CIA zusammenarbeitet, unter strengen Auflagen. Man wird extrem gründlich untersucht und muss verschiedene Sicherheitsschleusen passieren, bevor man sich mit seiner Kontaktperson treffen kann. Laut Taylor versucht die CIA, ihre genaue Struktur zu verschleiern. Bewusst gäbe der Geheimdienst Fehlinformationen, um den Aufbau der Behörde geheim zu halten. Fest steht, es gibt Analysten, die Informationen auswerten und operative Agenten, die im Ausland Informationen beschaffen. Geschätzt arbeiten weltweit über 30.000 Mitarbeiter für den Geheimdienst. Guy Taylor kann uns keinen Zugang zur CIA verschaffen. Allein schon mit dem Versuch könnte er seinen Kontakt verärgern und seinen Zugang zur CIA gefährden. Ich bin sicher, die Mitarbeiter der CIA wissen, dass ihr diesen Film macht. Ich würde nie jemanden ermutigen, in der Nähe der CIA zu drehen. Ich wäre an eurer Stelle sehr vorsichtig damit, was ihr filmt. Bei Google Maps kann sich jeder Luftaufnahmen des CIA-Headquarters anschauen, wenn dieses Gebäude wirklich der Hauptsitz ist. Wir fahren nach Langley und wollen schauen, wie weit wir kommen. Zu unserer Überraschung weiß unser Navi, wo die Zentrale des Geheimdienstes liegt. Sie ist sogar ausgeschildert. Benannt ist sie nach Ex-Präsident George Bush. Hier muss es jetzt irgendwo sein. Unser Navi führt uns in ein Waldgebiet. Also hinter diesem Zaun verbirgt sich denn jetzt wohl das Headquarter. Hier ist überall Sichtschutz. Also sie wollen schon nicht, dass man ihn aufs Gelände guckt. Am Ende der Straße ist Schluss. Also weiter kommt man nicht. Wir fahren jetzt auch besser schnell zurück. Weiter trauen wir uns einfach nicht. Wir wissen, die CIA ist mächtig. Doch wie mächtig ist der Geheimdienst? Die Anfänge der CIA sind eher holprig.
1947, zu Beginn des Kalten Krieges, gründet der damalige US-Präsident Harry S. Truman die CIA. Damals gilt sie eher als behäbige Behörde, die sogar 1950 den Koreakrieg nicht kommen sieht. Kein CIA-Agent ist vor Ort. 1953 krempelt der damalige Chef Alan Dulles die CIA um, zum bedeutendsten Nachrichtendienst der Welt. Mit militärischen Befugnissen und viel Macht. Die CIA berichtet direkt an den Präsidenten. Aber zwischen dem aktuellen Präsidenten und der CIA kriselt es. Trump wirft dem Geheimdienst vor, Fake News über ihn zu verbreiten. Und bei seinem Antrittsbesuch in Langley spricht er vor allem über sich, nicht die Verdienste der CIA. Inzwischen haben wir Nachricht von der CIA. Unsere offizielle Anfrage wurde abgelehnt. Wir dürfen nicht rein. Aber wir bekommen Kontakt zu dem ehemaligen Top-Agenten Robert Baer. Er will mit uns sprechen. Baer hat 21 Jahre für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet und ist wohl einer ihrer berühmtesten Agenten. George Clooney spielt in Syriana einen CIA-Agenten. Robert Baers Leben diente als Vorlage. Wir besuchen den Ex-Agenten in Colorado. Der heutige TV-Produzent wohnt in den Rocky Mountains. Mit Mitte 20 bewarb Baer sich beim Geheimdienst als Analyst, um Informationen auszuwerten. Am Ende des Gesprächs, es dauerte etwa 2 Stunden, sagte man mir, du hast nicht die erforderliche Ausbildung dafür. Aber wenn du möchtest, kannst du als operativer Agent arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass die mich dafür wirklich einstellen würden. Ich dachte, es wäre ein Witz. Auch wir sind verblüfft, wie einfach es ist. Die CIA verlangt als Mindestanforderungen für Bewerber die US-Staatsbürgerschaft, einen Highschool-Abschluss und ein Mindestalter von 18 Jahren. Baer ist dazu noch sportlich, abenteuerlustig und spricht mehrere Sprachen. So schnell wird man Agent. Erstmal durchläuft Baer eine 2-jährige Ausbildung auf der sogenannten Farm. Ein Teil war die militärische Ausbildung. Ein anderer Teil war zu lernen, wie man richtig kommuniziert, also geheim kommuniziert. Das haben wir auf der Farm gelernt. Wir haben Schießen gelernt, Sachen in die Luft zu sprengen und aus dem Helikopter zu springen. Das hat alle meine Vorstellungen total übertroffen. Es passierte einfach. Die Farm ist militärisches Sperrgebiet, gut 200 Kilometer entfernt von der Zentrale in Langley. Nach der Ausbildung schickt die CIA ihre Agenten in die ganze Welt. Ihre Aufgabe, mit Informanten zusammenarbeiten, geheime Daten ergattern, genauso wie man es aus Hollywood-Filmen kennt. Man trifft seine Kontakte mitten in der Nacht. Sie geben dir Dokumente, man schreibt sie ab. Routine. Das Wichtigste, die Regierung des Landes darf das nicht rausfinden und die Quelle enttarnen. Amaryllis Fox arbeitete ebenfalls für den Geheimdienst. Wir treffen sie in Berlin bei ihrer Buchpräsentation über ihr Leben bei der CIA. Ihr Spezialgebiet als Agentin? Verhindern, dass Terrorgruppen an Atomwaffen gelangen. Die Kunst ist es, den Menschen, die man am meisten auf dieser Welt hasst, zuzuhören und mit ihnen zu sprechen. Mit ihren Operationen beeinflusst die CIA weltweit die Schicksale von ganzen Ländern. Kuba 1961, die Invasion in der Schweinebucht, versteckt, geleitet von der CIA. 1962 Südafrika, die CIA unterstützt die Verhaftung Nelson Mandelas. Auch an der Ermordung des Revolutionshelden Che Guevara ist die CIA beteiligt. Weltweit mischt sie in Krisenherden mit, wie in Afghanistan. Die CIA hilft Widerstandskämpfern gegen die Rote Armee der Russen. Dann eine der größten Operationen der letzten Jahre, Neptune Spear. Spezialkräfte der Navy SEALs töten Osama Bin Laden. Auch Saddam Hussein stand auf der Abschussliste. Das war im Irak mein Job. Ich sollte Saddam Hussein töten.
Das war was Neues für mich. Eine ganz andere Seite der CIA, bei der du Menschen Waffen gibst und deine Feinde umbringen lässt. In den 90ern, so Mitte 90, unternahm ich dann den Attentatsversuch auf Saddam. Er scheiterte, aber in der letzten Minute. Die Iraker haben es herausgefunden und uns mit ihren Helikoptern attackiert. Haben Sie jemanden getötet? Persönlich nicht. Ich habe Menschen angeheuert, jemanden zu töten. Ein CIA-Agent hat immer andere, die für ihn die Drecksarbeit tun. Man möchte ja Distanz wahren. Den Feind überwachen und ihn dann ausschalten, ist ihre Aufgabe. Doch Agenten wie Amaryllis Fox dürfen dabei nicht enttarnt werden. Deshalb lernen sie, wie man Folter aushält und überprüft, ob man überwacht wird. Ein Insider-Trick. Wenn du deinen Finger hier drauf legst, ist bei einem echten Spiegel eine Lücke zwischen Fingerspitze und Spiegelung. Das ist hier zum Beispiel nicht so. Also ist es entweder ein Monitor oder jemand schaut uns von der anderen Seite aus zu. Die Agentin Fox operierte jahrelang von Shanghai aus. Der Agent Bear arbeitete in Indien, Marokko, im Libanon und dem Irak. Er führte jahrzehntelang ein Leben unter verschiedenen Decknamen und Nationalitäten, ausgestattet mit Technik wie James Bond. Ich konnte mein Handy neben den Computer von jemand anderem legen und es hat einfach so die Daten runtergeladen. Ich hatte einen Füller mit Patronen. Die werden mit Unterschall rausgeschossen, also leise, und sie sind vergiftet. Die töten dich wie ein Kleinkaliber. Für seinen Einsatz wird Robert Baer vom CIA mehrfach ausgezeichnet. Für eine Zeit voller Geheimnisse, von der selbst die Familie nichts weiß. Das Leben in geheimer Mission. Wie ist ein Leben als Agent? Amaryllis Fox hat weltweit Anschläge vereitelt und so Tausende gerettet. Dafür lebte sie ein Doppelleben, actionreich, aber auch sehr einsam. Es ist diese Einsamkeit. Nicht einmal deine Liebsten kennen dich wirklich. Du hast die Möglichkeit, diese Arbeit zu verrichten und damit vielleicht sogar Leben zu retten. Das ist sehr verlockend, aber dafür opferst du deine persönlichen Beziehungen. Verwandte und Freunde wissen nur, dass sie im Ausland arbeitet. Selbst ihr Ex-Mann, auch ein CIA-Agent und mit ihr vor Ort, darf keine Details zu ihren Missionen wissen. Je besser du wirst, desto schwieriger wird es, auseinanderzuhalten, was echt ist und was nicht. Für Fox hat das echte Agentenleben nichts mit Hollywood-Filmen zu tun. Dein Job ist es, die allermeiste Zeit so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf dich zu ziehen und sehr gewöhnlich rüberzukommen, damit niemand auf dich achtet, wenn der Moment gekommen ist, wo man eine Operation durchführen oder einen Anschlag verhindern muss. Lange ist Amaryllis Fox sogar die einzige Agentin mit Kind. Wegen ihrer Tochter steigt sie nach 8 Jahren aus. Es fällt ihr aber immer noch schwer, ihren Agenteninstinkt abzulegen. Meinen Mann macht es wahnsinnig, dass ich an jeder gelben Ampel halte. Aber wenn du überwacht wirst und noch drüber fährst, hängst du den hinter dir ab. Dann denkt derjenige, du willst ihn loswerden, weil du etwas im Schilde führst. Die CIA ist mächtig und stürzt Regierungen. Aber wie sieht es im eigenen Land aus? Wer hat in den USA die eigentliche Macht? Der Geheimdienst oder der Präsident? Trump verliert, denn das ist, was die CIA macht. Sie bringt Regierungen zu Fall. Im Konfliktfall könnte es spannend werden. Wie es scheint, ist vor der CIA nicht einmal der amerikanische Präsident sicher.